Es war eine ganz lange Nacht, es war eine harte Nacht und am Ende dieser Nacht stand eine ganz enge Entscheidung. Die Zertifikatebranche hat sich getroffen in Berlin, um die Besten der Branchen zu ehren und sicherlich auch ein Stück weit zu feiern. Und mittendrin in diesem Trubel ist Tobias Kramer. Er ist der Herausgeber des Fachmagazins der Zertifikateberater. Ja, die Zertifikate Awards 2019 sind vergeben worden. Was bedeutet das? Das bedeutet zunächst mal, dass der Markt wieder eine Orientierung hat, wer in den verschiedenen Kategorien, die wir mit einer 30-köpfigen Jury auszeichnen, die Nase vorn hat. Also da geht es von Anlegerservice über Aktienanleihen, Bonuszertifikate, Discountzertifikate, weiter über Partizipationsprodukte, Hebelprodukte in den Kapitalschutzbereich auch rein. Und da wird dann überall von der Jury entschieden, welche Emittenten die drei besten in den zurückliegenden Monaten waren. Und darüber hinaus gibt es noch eine Publikumsabstimmung, die gespeist wird von den Veranstaltern, Zertifikateberater und NTV, von den Hauptsponsoren, den Mitveranstaltern, Börse Frankfurt und Börse Stuttgart und dann eben auch noch 7 Medienpartnern und auch den Emittenten selber, ihre Kunden natürlich auch davon versuchen zu überzeugen, auch an dieser Abstimmung teilzunehmen, die dann eben einmal im Jahr für 4 Wochen geöffnet ist und wo in diesem Jahr 19.509 Menschen, einzelne Menschen, eine gültige Stimme abgegeben haben oder mehrere die Stimmen. Also doch eine sehr breite, eine sehr große Basis, die abgestimmt hat. Dann gesagt, also eine relativ große Jury, 30 etwa, und auf der anderen Seite die Publikumsabstimmung. Schauen wir doch zunächst einmal das Publikum an. Wie hat das entschieden? Das entscheidet ja 4 verschiedene Sachen. Also zunächst mal geht es um das Zertifikatehaus des Jahres und da hat in diesem Jahr wieder die Commerzbank gewonnen. Letztes Jahr ist sie Zweiter geworden hinter der Deka, die dieses Jahr auf Platz 2 ist, und auf Platz 3 hat sich ein französisches Institut eingefunden, nämlich die BNP Paribas. Darüber hinaus haben wir auch die Wahl zum Zertifikat des Jahres gehabt. Da hat die aus unserer Sicht größte Überraschung stattgefunden, denn da hat ein Produkt der Société Générale gewonnen, ein Express-Zertifikat mit 2 Indizes als Basiswert, was so ein bisschen auch zum Ausdruck bringt, was Zertifikate so alles können und was Anleger vor allen Dingen suchen, nämlich zusätzliche Sicherheit gepaart mit einer gewissen Ertragsstärke. Auf Platz 2 ein quasi CO2-Zertifikat von Goldman Sachs und auf Platz 3 ein weiteres sehr sicherheitsorientiertes Produkt von BNP Paribas, die auch hier in der anderen Publikumsabstimmung den 3. Platz belegt haben. Ergänzt wird das Ganze immer noch von der Wahl zum Zertifikateportal des Jahres. Also wie wählt man im Internet eigentlich vernünftig diese Produkte aus, von denen es ja eine ganze Menge gibt, was sich dann aber in der Regel sehr, sehr schnell auch eingrenzen und von der Anzahl reduzieren lässt. Und dann ist das alles gar nicht mehr so bedrohlich wie eine Zahl jenseits von 1 Million ausstehenden Produkten ist mitunter ausdrückt. Gewonnen hat da Onvista, die im Übrigen auch mit der Onvista Bank den 1. Platz belegt haben bei der Wahl zum Zertifikate-Broker, zum Online-Broker des Jahres bei unserer Abstimmung. Also der Publikumspreis oder die Publikumspreise, muss man ja sagen, das lässt schon ein bisschen Rückschlüsse zu. Das ist eine relativ lange Veranstaltung dann war. Und sie war ja dann noch nicht zu Ende. Sie hatten ja gesagt, hier, die Jury hat auch noch mal entschieden. Was für Preise sind da vergeben worden? Genau, also da gibt es eben 10 verschiedene Einzelpreise, wie schon eben angedeutet, von Aktienanleihen über Partizipation, über Hebelprodukte in den Bereich dann auch Primärmarkt, Sekundärmarkt, Kapitalschutzprodukte hinein. Und die werden wir jetzt nicht alle durchgehen. Ich glaube, das wäre beim Zuhören auch dann etwas zu viel. Aber alle Ergebnisse für den, den es genauer interessiert und der in den einzelnen Kategorien nochmal nachgucken will, der findet ja diese Ergebnisse auf zertifikateawards.de. Dort sind alle Ergebnisse und auch die von der Redaktion des Zertifikateberaters erstellte
Sonderausgabe anlässlich der Zertifikate Awards mit weiteren Ausführungen in einem handlichen PDF bereits verfügbar. Gesamtsieger, und das ist ja dann das, wohin diese 10 Einzelpreise nur noch kulminieren, ist auch in diesem Jahr die DZ Bank geworden, die das Kunststück fertiggebracht hat. Zum einen das dritte Mal hintereinander den ersten Preis, den ersten Platz zu belegen, und zum zweiten auch das Kunststück fertiggebracht hat mit einer quasi identischen Punktzahl wie schon in den Vorjahren zu gewinnen. 237, 38, 39 waren die Punkte in den letzten drei Jahren, die Z-Bank hatte. Also da eine relativ exakte Punktlandung in den Augen der Jury und dieses Jahr am nächsten herangekommen und auch den Abstand im Vergleich zum Vorjahr deutlich verkürzt hat es das Bankhaus von Tobel. Die sind auf Platz 2 in diesem Jahr hereingelaufen und auf Platz 3 Münchner Italiener, wenn man so will, die Hypovereinsbank, die in keiner Kategorie gewonnen hat, aber durch ein sehr, sehr breites und gutes Angebot überall Punkte eingesammelt hat. Und mit der Ausrichtung mühsam nähert sich das Eichhörnchen, dann eben auf Platz 3 eingelaufen ist. Also die Zertifikate Awards 2019, viele Preise, viele Abstimmungen. Und irgendwann hat sich dann die Presse mit ihren Kameras zurückgezogen und dann, ja, Buffet frei, nehme ich mal an, und es ist ordentlich gefeiert worden. Ich will jetzt aber mal, sorry dafür, so ein bisschen den Partycrasher geben. Wenn ich Börsen habe, die ja seit Jahren steigen, brauche ich da eigentlich noch Zertifikate? Ja, also erstens, wenn Sie wissen, dass die Börsen weitere 10 Jahre steigen, dann könnte man der Vermutung erliegen, dass man Zertifikate dann nicht braucht. Ich würde dann entgegnen, wenn man das weiß, dass die Börsen weitere 10 Jahre steigen, dann braucht man umso mehr Zertifikate, denn dann kann ich für meine persönliche Markterwartung, die ja dann keine Markterwartung, sondern eine Marktgewissheit ist, natürlich auch das beste Produkt auswählen und von diesen weitere 10 Jahre steigenden Börsen positiv profitieren. Das Problem ist aber, weder Sie, noch ich, noch irgendjemand anders, nicht mal die ganzen Crash-Propheten, wissen, ob Börsen jetzt in den nächsten 6, 12, 18, 24 Monaten dramatisch fallen werden oder die Frechheit besitzen, einfach noch mal ein paar Jahre weiter zu steigen. Und von daher kann man sich mit Zertifikaten optimal nach dem persönlichen Risikoprofil, aber auch der persönlichen Markterwartung auf diese Situation einstellen. Und auch heute im internationalen Bereich beispielsweise mit sehr attraktiv gepreisten Kapitalschutzprodukten sagen, ich nehme nach oben hin voll an positiven Wertentwicklungen teil, schütze mich aber vor eventuellen Kursverwerfungen. Klar, ich muss immer das Bonitätsrisiko der Emittenten mit im Auge behalten, aber im Rahmen einer diversifizierten Anlagestrategie sind Zertifikate eine sehr, sehr gute Produktergänzung aus meiner Sicht in der Tat jedem Portfolio. Und auch wenn die Börsen weiter steigen sollten und wenn das die Markterwartung ist, dann ist man mit diesen Produkten sehr, sehr gut und auch sehr, sehr ertragreich positioniert. Also dann hatten wir im Grunde genommen ein großes Thema in Kramers Woche. Vielleicht sollten wir die Sendung dann ausnahmsweise mal Kramers Nacht nennen. Tobias Kramer, Herausgeber des Fachmagazins der Zertifikateberater. Die Zertifikate Awards 2019 in der Nacht sind sie überreicht und vergeben und entsprechend gefeiert worden. Dankeschön nach Berlin. Ein schönes Wochenende nach Stuttgart und in den Rest der Republik an die Zuschauer. Kramers Woche gibt es dann wieder in 14 Tagen. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende.